es ist wirklich kein Konzert, glaub mir. Ich wollte nicht, dass Sie aufstellen, das war nicht gemein. Sie sind hier, unsere Experiment zu, sozusagen, zu beobachten. Wir haben keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber hoffentlich werden Sie ein bisschen schauen, wie ein Dirigent und ein Orchester zusammen einer Interpretation löten zusammen. Die erste Takt, kurze Viertel, jam, 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 klar. Und ein Gefühl, fast von jeder ein bisschen mehr. Dam, dam, dam. Okay, nicht das Gegenteil in Engel. Okay, okay. Das ist immer das Problem. Das hat sehr, sehr viel Fortesteller, das nur Forte sind, ohne jede Kontur. Man. Eine Interpretation ist etwas sehr persönlich, aber natürlich auch hängt ein bisschen von den Spielern, das ein Dirigent hat. Und diese Interaktion ist ganz interessant, hoffentlich zu sehen. Ich sage nicht, dass was ich mache, ist das Nonplusultra für den Jupiter-Sinfonie. Aber mindestens sehen Sie, wie meine Vision wird irgendwie verwirklicht. Now. Ja. Zwei Takte Piano, 33 und 34 Pew Pianos subito. Ein klein bisschen weniger für uns alle bei den Schluss des dritten Takt von dieser Folge. Bratschen so tak, 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 wirklich artikuliert. Extrem elegant. Okay. Und auch ein bisschen gesungen, die zweite Geige. Nicht das Dudel, nicht nur Dudel, Dudel, Dudel. Okay? 46. And. Sie sind ein bisschen, klein bisschen rough, ein bisschen grob mit die Dadram. Dadram. Ja, ich sage, ist ein bisschen die mehr von links als vor. Mehr von, ja, genau.